Am 21. Spieltag trifft der TSV auswärts auf Rot-Weiß Maßling. Maßling ein durchaus ernstzunehmender Gegner in der Westfalenliga Staffel 1. Die Elf von Andreas Schwemling liegt in der Tabelle auf dem 6. Rang vor dem TSV mit einer Bilanz von 8 Siegen, 2 Unentschieden und 7 Niederlagen. Eine davon verpasste den Maßlingern der TSV in der Hinrunde am 6. Spieltag. Aus Maßlinger Sicht natürlich ein Grund, das Spiel für sich zu entscheiden. Allerdings dürfte es den Rot-Weißen ziemlich schwer fallen angesichts einer gewachsenen starken Höser Abwehr. Beide Mannschaften mussten unter der Woche ran im Pokal. Die Höser gewann die Partie gegen den Oberligisten SV Schermbeck mit 2:0. Die Maßlinger hatten mit der DSC Arminia Bielefeld ein richtiges Schwergewicht zu Gast. Die Bielefelder setzten sich allerdings erwartungsgemäß mit 6:0 durch. Beim TSV ist der Einsatz von Glenn Akama Eseme gefährdet, aufgrund einer Verletzung im letzten Heimspiel. Trainer Holger Flossbach erwartet von seiner Elf die gleiche Konzentration und Disziplin wie im Pokalspiel, so ist alles möglich. Als Punktelieferant möchte der TSV auf keinen Fall anreisen. TSV Media ist für euch vor Ort, die Zusammenfassung der Partie gibt es wie gewohnt auf tsvmedia.de ab Dienstag. Noch ein Hinweis zur TSV-Reserve. Die Elf von Korschikowski ist beim Tabellenführer der Kreisliga A, TuS Haltern 2, zu Gast.